Nico von Lerchenfeld ist einer der besten Wakeboarder der Welt. Der Flow, dieses im Tunnel sein, da ist nichts anderes. Da hat man ja einen Moment, der geht super schnell vorbei, aber den zu erleben, dafür ja, lohnt es sich auf jeden Fall, den ganzen Tag oder ein ganzes Jahr für einzusetzen. Ja. Contests sind Nico nicht so wichtig wie Filmdrehs und Fotoshootings. Er sieht das ein bisschen anders. Bernhard Hinterberger, Wakeboard-Urgestein. 3 Weltmeistertitel hat er schon in der Tasche. Für mich waren damals Contests halt alles im Endeffekt, weil es gab halt nur die Contest-Welt. Da konnte man sich präsentieren zu allen anderen. Und es war halt der einzige Kanal, auf sich aufmerksam zu machen und wirklich der Welt zu zeigen, da bin ich, das kann ich. Bernhard, der Wettkampftyp, begleitet heute Nico und seine Crew. Seit Tagen sind sie auf einem Roadtrip durch Deutschland, Österreich und die Schweiz unterwegs. Das Ziel? Fotos für Magazine und Aufnahmen für ein neues Video. Wir fahren jetzt an eine Location, an der ich vor vielen Jahren schon mal war. Und die schauen wir uns jetzt noch mal an, ob die immer noch funktioniert. Die Location ist nämlich keine normale Wakeboard-Anlage, sondern es geht zum Winchen. Beim Winchen lassen sich die Wakeboarder von einer kleinen mobilen Seilwinde ziehen, die sie, wo sie gerade Bock haben, aufbauen können. Die erste Herausforderung dabei, die Spotsuche. Heute wollen sie die Winch an einer kleinen Staustufe aufbauen. Die rechtliche Lage dabei, heikel. Winchen ist grundsätzlich verboten in Deutschland. Ich habe kein Schild gesehen, Wakeboarden verboten. Aber auch keins, dass es hier explizit erlaubt ist. Also müssen wir schauen, wie lange wir fahren können dann. Denn manchmal kommt das Ordnungsamt, die Polizei oder der Grundstückbesitzer und dann war's das. Das ist der Spot, nur das grüne Ding ist neu. Die Jungs waren schon mal hier, aber an die grüne Röhre erinnert sich keiner. Und die ist ein Problem. Es geht ja da in das grüne Teil rein. Mit der Turbine, die da reingeht, möchte ich nicht da oben mich irgendwie im Wasser aufhalten. Jetzt ist nur die Frage, ob man dann oben, wenn man stürzt, ob man direkt dann in die Häckselmühle reingezogen wird oder halt direkt hinten runter über den Wasserfall. Der Spot ist interessant, aber viel zu gefährlich. Eine Alternative muss her. Winchen heißt suchen. Also mit dem Winchen ist das so eine Sache. Manchmal sind halt auch so Situationen dabei, da sieht es gut aus, aber wenn man sich es dann genauer anschaut, kommt halt leider nichts bei raus. Und ja, so eine Situation haben wir jetzt leider gerade. Wir haben den Spot jetzt mal ausgecheckt und so. Und es wäre schon möglich, aber es ist alles ein bisschen kompliziert und auch sketchy zum Teil. Also wir überlegen gerade noch um einen anderen Spot, um da halt noch mal weiterzuschauen. Also Locals fragen. Vielleicht kennen die einen besseren Spot um die Ecke. Und weiter geht's. Der Vormittag ist vorbei. Und die Crew hat die Winch noch nicht mal ausgepackt, geschweige denn Fotos gemacht. Sind wir hier am zweiten Spot angekommen und ja, checken gerade mal die Lage, wie es sein wird. Wakeboarden an einer offiziellen Anlage wäre definitiv stressfreier. Nico liebt Winchen trotzdem. Der Kick, ob es überhaupt geht, die Herausforderungen, die bisschen das Überwinden natürlich auch von sich selbst, dass man es dann tatsächlich probiert und nicht vorher schon kneift. Tut es. Endlich passiert jetzt mal was. Wichtig beim Winchen, wo macht man die Seilwinde fest? Wie verläuft die Leine genau? Wo startet der Rider? Und wie stark soll die Winch ziehen? You can get pretty fast with this one. You can go pretty fast. The problem is we can't really adjust it and say how fast we're going, so we'd kind of have to try it. Okay. I don't know if I. Yeah, I'm probably gonna want to go slower than faster on this. Yeah. Just so I can go under and then have enough time to pop over it. Nikos Kumpel Dylan ist ein bisschen nervös. Der Spot ist definitiv nur was für Pros. Wir würden erst mal probieren, ob wir hier so eine andere Line fahren können, da unter der Brücke durch und mit so einem Layback quasi sich darunter ducken und dann die andere Richtung darunter springen. Also die Schwierigkeit besteht darin, sich zurückzulegen, den Layback zu machen und dann auch rechtzeitig wieder hochzukommen, um dann auch über das Geländer noch richtig runterspringen zu können, ohne einzufädeln und sich selbst zu zerstören. You ready? Bereit? Das Winchen ist nicht so, da fährt man und macht irgendwie mal 20 verschiedene Sachen, sondern das ist geil, wenn man dann eine Sache im Kasten hat. Der Nachmittag ist fast vorbei und jetzt will Nico endlich sein Foto. Die Brücke ist durch, aber es gibt da ja noch was anderes, den Drop vom Wasserfall. Sieht jetzt vielleicht nicht so hoch aus, aber es ist schon, der Impact ist relativ hoch, also wenn er landet, staucht ihn schon gut rein.
Und da will man natürlich nicht irgendwie schräg landen oder irgendwie das Knie nach innen drehen oder ähnliche Sachen. Deshalb ja, muss man ein bisschen vorsichtig sein und das Ganze exakt auschecken. Wenn man hier in 30 cm Wasser nicht auf dem Brett, auf den Beinen landet, dann kann das halt auch richtig blöd ausgehen. Der erste Versuch klappt. Fast. Hey Nico, fahr doch einen Ticken langsamer. Ja, ich habe gerade ein bisschen beim Start, oder das hat nicht ganz gepasst, gerade mich da abgesoffen ein bisschen und dann war es ein bisschen zu hektisch gerade irgendwie. Ja. Ein letzter Anlauf für Nikos Tagesziel. Wenigstens ein guter Shot. Das ist so ein Mindgame, weil man dann sich immer hoch aufheizen muss. So, okay, jetzt wenn es passt, dann machst du es. Und dann klappt es wieder nicht und dann wieder nicht und dann wieder nicht. Und jedes Mal so komplett hoch und wieder runter. Und die Anspannung steigt ja bei jedem Mal noch mehr an. Als es dann geklappt hat, war halt die, ja, ist halt die Befriedigung so groß. Also nicht der Stolz über den Trick, sondern es geht da auch einfach viel mehr um das Gefühl während des Tricks. Tipps zum sicheren Winchen auf deinpuls.de/playground. Wir sind eins. ARD.